Zusammenhang zwischen Wurzel ziehen und quadrieren. Aus a wird a Quadrat, indem wir a quadrieren. Wenn wir jetzt von a Quadrat wieder zurück wollen auf a, müssen wir die Wurzel hiervon ziehen. Die Wurzel aus a Quadrat ist wieder a. Hier ist es genauso, wenn wir von a auf die Wurzel von a kommen wollen, müssen wir die Wurzel aus a ziehen, ne? Wenn wir zurück wollen, müssen wir das wieder quadrieren. Das Quadrat aus der Wurzel von a ist wieder a. Schreibe ich hier nochmal auf. Machen wir mal das hier zuerst. Wir haben hier a Quadrat. Wir sind hier und wollen zurück. Dann müssen wir die Wurzel ziehen. Die Wurzel aus a Quadrat ist a. Ne? Das heißt, quadrieren und Wurzel ziehen, wenn man das beides macht, hebt sich gegenseitig auf. Das Gegenteil von quadrieren ist Wurzel ziehen. Das Gegenteil von Wurzel ziehen ist quadrieren. Ne? Die Wurzel aus a Quadrat ist a. Die Wurzel und das Quadrat, was hier oben steht, hebt sich gegenseitig auf. Das ist so, als wenn ihr rechnen, plus 7 minus 7. Da macht man wieder dieses plus 7 rückgängig. Ne? Und so ist das hier auch. Jetzt machen wir das mal. Da haben wir eine Wurzel. Die Wurzel aus a. Wie machen wir das rückgängig? Die Wurzel aus a. Wir wollen wieder a haben. Dann müssen wir das hier quadrieren. Die Wurzel aus a. Ne, quadrieren. Habe ich hier quadriert, da kommt wieder a raus. Ne? Und a ist eine beliebige Zahl. Da kann man 9 oder 10 oder sonst was einsetzen. Wenn hier oben steht 10 zum Quadrat, ist ja 100. Von 100 wieder die Wurzel ist wieder a. Also 10 kommt da wieder raus. Oder andersrum, die Wurzel aus 9, hier steht zum Beispiel nicht Wurzel aus a, sagen wir mal Wurzel aus 9, ich schreibe das mal hin. Wurzel aus 9 ist ja 3, ne? Das wollen wir aber nicht rechnen. Wir machen das Quadrat hier drum, damit wir die Wurzel aufheben können. Die Wurzel aus 9 wäre 3 und das Ganze wieder quadrieren wäre wieder 9, ne? Da sieht man sehr schön, die Wurzel und das Quadrat hebt sich gegenseitig auf, ne? Von a nach a Quadrat müssen wir natürlich quadrieren. Um von a Quadrat wieder das Ganze rückgängig zu machen, um auf a zu kommen, müssen wir die Wurzel ziehen. Wenn wir von a die Wurzel ziehen, steht hier Wurzel ziehen, ne? Von da nach da, der rote Pfeil, dann steht hier Wurzel a. Wenn wir die Wurzel wieder wegmachen wollen, dann müssen wir es wieder quadrieren. Das Wurzel aus a und das Gesamte in Klammern hoch 2, ne? Dann kommen wir wieder auf a. Genau, das war schon zum Zusammenhang zwischen Wurzel ziehen und Quadrieren.